Unterschied zwischen alter und neuen Messe? Ziemlich einfach. Ein Blick, ein choreografischer Blick, ich glaube, sagt ziemlich alles. Tritt man in einer neuen Kirche, also neu gebildete Kirche mit der neuen Fassung, da sieht man einen Tisch. Eindeutig, das ist ein Tisch. Und das ist also, einerseits hat man sowieso die Gläubigen und andererseits, von der anderen Seite des Tisches, hat man den Priester. Den Priester oder vielleicht noch andere um ihn, mehrere Priester, das gehört auch dazu. Also man sieht, es gibt eine Runde um den Tisch. Das ist also choreografisch sichtbar und das deutet etwas. Das ist also die Versammlung, die Gemeinschaft ist da, wir sind zusammen, um zu beten. Man betet mit Christus, Christus ist mit unter uns, er ist in der Mitte. Das ist da so ein Mahl, man spricht von Mahl, von Bankett, von Fest. Und tatsächlich mit der Kommunion werden alle eingeladen. Man sieht also eindeutig dieses Bild des Bankettes, der Mahl. Bei der alten, bei der traditionellen Messe sieht man, also diese Gestaltung ist total anders. Der Altar ist auf einer Seite, also auf einer Seite, es gibt eine Linie, es ist nicht mehr rund, ein Kreis, sondern eine Linie. Man hat die Gläubigen, die gehen so Richtung Altar schauen, es ist nicht wie ein Tisch, es ist ein Altar. Der Priester schaut zu den Gläubigen nur, wenn er zu denen spricht, also für die Lehre, für die Lesungen. Selbstverständlich für die Homilie, aber wenn es tatsächlich um die Tat der Messe, nämlich diesmal nicht mehr ein Bankett, sondern ein Opfer, das Opfer wird Gott geopfert. Deshalb die Richtung diesmal Gott, das Kreuz. So hat man dargestellt, also ganz kurz und sichtbar für alle, der Unterschied zwischen ein heiliges Opfer, das heilige Messopfer, das ist eben die alte traditionelle Weise von der Messe zu sprechen, und die Eucharistie, wie man heute sagt, oder eben das Abendmahl oder Mahl oder Bankett, wie man also heute die neue Messe sieht.